Methoden. Das habe ich halt irgendwann mal geschrieben, damit es Ach, jetzt, quasi, okay. ja, ich Alles klar. habe manchmal nicht so gern sozusagen eigene Sachen, die ich empfehle, aber ich habe das Ding halt irgendwann mal geschrieben, weil ich einen Unterricht eins zu eins da lang entlang mache. Es gibt ein genauso gutes Lehrbuch, ein total etabliertes, das heißt genauso multivariate Methoden, das ist von einem Herrn Backhaus. Wenn Sie das googeln, finden Sie das oder in Amazon suchen oder wo auch immer in der Bibliothek. Das ist eigentlich das meistverkaufte oder meistgesuchte Lehrbuch im deutschsprachigen Raum, was so die Methodenanalyse im Marktforschungsbereich da angeht, weil er halt genau diese Methoden auch so durchmacht. Es sind zwei Methoden mehr drin. Wir halten jetzt uns an diese fünf, an dieses Set aus Kontingenz, Varianz, Diskriminanz, Faktor- und Clusteranalyse. Und wir werden nochmal ein kleines Feedback am Ende dann machen, wenn es Richtung Klausur geht, was die Regression angeht, weil natürlich alles auf dieser Logik aufbaut. Aber jetzt haben wir eigentlich eine Methode, die nicht allzu mega schwer ist. Die hat zwei, drei gewöhnungsbedürftige Punkte, die wir uns noch ein bisschen angucken müssen. Aber von der Methodik her eigentlich sehr, sehr eng an der Regressionsanalyse. Ich werde am Ende nochmal kurz auch einblenden, diese Übersichtsliste der Methoden, die ich gemacht habe, damit Sie die mal sehen können, damit Sie wissen, okay, ich habe da nochmal so eine Art Lernplan dann auch vor der Klausur. Zu all den Methoden muss ich dann was sagen können. Aber jetzt im Moment würde ich mal kurz hier runterscrollen und Sie werden die beiden Kernfragen hier jetzt nochmal sehen. Was machen wir mit der Methode? Wir wollen im Prinzip Gruppen voneinander unterscheiden und uns fragen, welche Gruppeneigenschaften helfen uns dabei? Ja, hier ist es ein bisschen akademischer formuliert, aber im Prinzip geht es darum zu sagen, es gibt eine Gruppe 1 und eine Gruppe 2 und sind die so unterschiedlich, dass wir überhaupt sagen, es macht Sinn, diese Gruppen zu trennen? Das wäre die erste Frage, also formalisiert. Unterscheiden sich die Gruppen signifikant voneinander oder eben nicht? Und wenn ja, als zweite Frage, eignen sich gewisse Eigenschaften von Gruppenmitgliedern ganz besonders gut dafür? Und wenn man das aufschreibt, dann kann man das eigentlich ähnlich aufschreiben wie eine Regressionsgleichung. Und dieses Ding hier sieht eigentlich aus wie eine Sache, die Sie von der Regression kennen. Warum? Was ist das? Naja, man sieht, dass da eine, im Moment sieht so aus wie eine abhängige Variable. Und dann gibt es da so eine Art Startpunkt, der hat kein x. Und dann gibt es einen Gewichtungsfaktor für die Eigenschaft 1. Die Eigenschaft 1 ist ein x-Wert. Gewichtungsfaktor für die Eigenschaft 2. Und das geht dann die ganze Zeit so weiter, plus, plus, plus. Und dann gibt es den Gewichtungsfaktor für die letzte Eigenschaft und dann natürlich noch den Wert der letzten Eigenschaft. Insofern sieht das aus wie eine Regressionsgleichung, aber es unterscheidet sich doch in einem wesentlichen Punkt, denn die Regressionsgleichung hat als Kernannahme, als zwingende Annahme, dass auf beiden Seiten metrische Größen stehen. Also das, was erklärt werden soll, die abhängige Variable, und das, was erklärend ist, die unabhängige Variable, die sind beide Zahlen wie Körpergröße, Temperatur, metrisch skaliert. Jetzt will ich hier was anderes tun. Ich möchte eine Gruppenzugehörigkeit haben. Bei der Varianzanalyse war die abhängige eine Zahl, die unabhängige waren, man könnte sagen, Eigenschaften. Und zwar Eigenschaften wie eine Gruppe oder wie eben nicht zahlenmäßig, die nicht zahlenmäßig erfassbar waren. Hier drehen wir jetzt genau die Seiten um. Die Gruppengehörigkeit oder Zugehörigkeit wäre das Y. Bin ich in Gruppe 1 oder eben nicht in Gruppe 1? Und die Eigenschaften, die metrisch sein können, die stehen jetzt hier. Für was würde sich das eignen, das Anwendungsbeispiel? Muss man vielleicht mal ein bisschen realistischer. Eine Bank würde doch gerne wissen, wem gebe ich einen Kredit. Die 1 wäre, der kriegt den Kredit, also hier auf der Y-Seite. Die 0 wäre, eine Person bekommt keinen Kredit. Und das kann ja abhängen von verschiedenen Dingen, zum Beispiel vom Einkommen der Person, bestimmt auch vom Vermögen. Da könnte einer Bank ja relativ vieles einfallen. Die Bank kann ja auch mal gucken, wie oft hatte die Person im letzten Jahr ihr Konto überzogen, nächste Eigenschaft. Und viele weitere Eigenschaften wie Alter, Berufsgruppe, Berufserfahrung in Jahren. Solche Sachen könnten ja als weitere Eigenschaften getestet sein. Und genau daraus hat man auch die Diskriminanzanalyse überhaupt erst entwickelt. Man hat sich gesagt, jawohl, wir schreiben da so eine Funktion auf, schreiben die Eigenschaften zusammen. Und da gibt es doch bestimmt Eigenschaften, die wichtiger sind, könnte man sagen. Ja? Zum Beispiel das Einkommen wird für eine Bank sehr, sehr wichtig sein. Andere, die mittelwichtig sind und vielleicht andere, die vielleicht vernachlässigbar sind. Ich sage jetzt was total Doofes vielleicht, aber Sternzeichen zum Beispiel. Das wäre doch bestimmt total egal, ob man einen Kredit kriegt, je nachdem, welche Sternzeichen man hat. Oder auch Religion dürfte eigentlich gar keine Rolle spielen. Ja? Und wenn wir dann weiter runtergehen, sehen wir, was die Diskriminanzanalyse tut. Also sie nutzt diese Funktion, um eine Zuteilung vorzunehmen. Das muss man aber prüfen, wie. Denn diese Funktion gab es ja offensichtlich bei der Regression auch. Und jetzt versuchen wir uns das ein bisschen anders mal vorzustellen und zu sagen, das Y muss ja
im ersten Blick oder auf den ersten Blick noch keine Zahl sein, die nur 0 und 1 sein kann, sondern vielleicht ist es auch ein bisschen anders gemeint. Das Y könnte ja eine Zahl von minus bis plus unendlich sein. Das Einzige, was wir haben müssen, ist, dass die Leute, die wir in Gruppe 1 vermuten oder Gruppe A vermuten, einen anderen, und zwar deutlich anderen Zahlenwert kriegen auf dieser Skala, als die Leute, die in die Gruppe 2 hineingehören. Und irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Punktwerten auf der Skala, egal wo und welche Punkte das wären, ich sage jetzt mal 100, 200 und 300, nehmen wir die Mitte heraus, um zu sagen, jeder, der unter der Mitte 200 hier als Mitte, jeder, der unter 200 Punkten kriegt auf der Skala, der ist in der Gruppe 1. Und jeder, der auf der Oberseite liegt, mehr als 200 Punkte kriegt, der ist auf der Oberseite von der Skala und ist in der Gruppe 2. Jetzt warte ich ganz kurz wieder, ob es da schon Fragen gibt an der Ecke. Okay, das ist schon mal gut. Denn dann haben wir die Methode zu, ich glaube, einem Drittel verstanden. Nochmal ein bisschen, um es genauer zu machen jetzt an der Ecke. Angenommen, ich hätte jetzt alle Leute, die zur Gruppe 1 gehören, bei 100 Punkten. Vielleicht nicht genau bei 100 Punkten, aber 99 Punkte, 100 Punkte, 101 Punkte, also ganz nah an deren Gruppendurchschnitt. Und es würde auch auf der anderen Seite auf die Gruppe B zutreffen. Ich hätte alle Leute, die zur Gruppe B gehören, ganz nah an deren Durchschnitt. 299, 300 und 301 Punkte. Dann hätte ich ja quasi eine ideale Gruppenteilung, denn dann hätte ich keine Leute, die so ganz, ganz knapp an der Kante sind, so nach dem Motto, wenn ich ihn nur anders einschätze, nur um 2 Punkte runter, also jemand mit 201 Punkt. Angenommen, ich habe den nicht bei 2 Punkten vertan und er hätte nur 199, dann rutscht er sofort rüber in die andere Gruppe. Und genau das ist ja eine Situation, die ich vermeiden möchte. Wenn ich alle hätte, die ganz nah hier wären und die anderen Gruppenleute wären alle ganz nah hier, dann hätte ich eine ideale Trennung. Und genau damit arbeitet dieses Verfahren, dass es im Prinzip Gruppenzuteilungen herstellen möchte, die sehr trennscharf sind. Denn wenn sich die Sachen um ihre Mittelwerte bündeln, also die Gruppenmitglieder, und keine so Zwischenwerte irgendwie existieren an der Kante, dann können wir doch sehr, sehr sicher sein, dass unsere Gruppenzuteilung gut geeignet war. Und das ist im Prinzip der Kern der Varianz, Quatsch, der Diskriminanzanalyse. Dass wir im Prinzip eine Trennschärfe erst noch herstellen müssen. Mit anderen Worten, wenn ich nochmal hochscrolle, wir erfinden diese Gewichtungsfaktoren so, dass wir möglichst unterschiedliche Punktwerte kriegen. Also Variablen, die sehr wichtig sind, Eigenschaften wie das Einkommen, die für eine Bank bei der Kreditentscheidung wichtig sein könnten, die müssen einen ganz hohen Multiplikator kriegen, ganz hohe Bedeutung kriegen, damit wir trennen können, ob jemand in die Gruppe kreditwürdig hier unten kommt oder in die Gruppe nicht kreditwürdig. Und im Gegensatz zur Regression, bei der Regression haben wir die Bs gemessen. Die Regression ermittelt die. Hier in dieser Methode werden sie erfunden. Ja, das heißt, wir erfinden so lange richtige Zahlen oder Multiplikatoren, erfinden wir so lange, bis wir eine Gruppenzuteilung kriegen, die möglichst trennscharf und geeignet ist. Und deswegen gehe ich jetzt mal ein kleines Schrittchen runter. Denn Dinge, die wir bei der Varianzanalyse schon genutzt haben, können wir hier wieder nutzen. Ich mache das mal einen kleinen Ticken größer, damit man diese Formel ein bisschen besser erkennen kann. Und lassen Sie sich nicht durch die vielen Summenzeichen verwirren. Die ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir in den Kern der Formel reingucken, dann steht hier Gruppendurchschnitt. Und davon wird der Mittelwert der Gesamtdurchschnitt abgezogen. Und unten steht Einzelpunkt oder einzelner Punktwert und von dem wird der Gruppendurchschnitt abgezogen. Und wenn Sie jetzt ganz, ganz zurück in Ihre Statistikkarriere gucken und sich überlegen, Moment mal, was war denn da nochmal mit Varianz? Dann ist das, was hier unten unterm Bruchstrich steht, der Kern von einer ganz normalen Varianzformel. Bei der Varianz nimmt man immer, ich habe einen Durchschnitt und den ziehe ich ab vom einzelnen Datenpunkt. Und das, was ich jetzt so ein bisschen blau markiert habe, ist genau das, was wir bei einer Varianz machen. Nur, wir nehmen jetzt einen einzelnen Datenpunkt, jawohl, weiterhin, aber ziehen nicht irgendwie einen Gesamtdurchschnitt für einen ganzen Datensatz ab, sondern wir ziehen im Prinzip einen Durchschnitt von seinem Gruppenmittelwert ab. Ja, und sagen, wie weit ist denn jetzt ein einzelner Punkt von der Gruppe weg? Ich zeige es nochmal oben auf dem Zahlenstrahl. Wenn ich jetzt eine Person hätte, die hätte einen Punkt von, hätte 99 Punkte gekriegt und die Mitte wäre 100, dann würde ich errechnen, 99 minus 100 gibt 1. Warum? Weil ich es ja noch quadrieren soll, steht hier unten. Und dann ist eben 1 oder minus 1 hoch 1, hoch 2 wäre dann eben 1. Ja?
Das wäre jetzt also gut, wenn die Streuung oder der Abstand von einem einzelnen Punktwert zu seiner Gruppe gering wird. Dann wäre natürlich auch, wenn ich das aufsummiere, nicht nur einen Punktwert angucke, sondern alle Punktwerte, die zur Gruppe gehören, wenn ich da kleine Werte zusammengezählt, weil hier stehen ja Summenzeichen, zusammengezählt für alle Gruppen kriege, dann wäre das ein Indikator dafür, dass ich Werte habe, die in ihren Gruppen sehr, sehr eng auf dem Zahlenstrahl um diesen Mittelwert herumliegen. Und woran kann ich das dann sehen oder was ist die Maßzahl dafür? Das nennen wir wie in der Varianzanalyse genauso die Innergruppenstreuung. SSW hatten wir auch in der Varianzanalyse damals verwendet. Das heißt, wenn Sie später in Ruhe nochmal durchblättern, dann werden Sie auch in der Varianzanalyse einen SSW-Wert hören. Und das ist wie hier oben gehighlightet die Streuung innerhalb der Gruppen, der Innergruppenmittelwert, der genutzt wird. Und wenn wir dann sagen, okay, das ist jetzt das, was reststreuungsmäßig in der Gruppe drin ist, so hätten wir es bei der Varianzanalyse genannt, dann wollen wir ja, dass dieser Punktwert von der Gruppe A möglichst weit weg vom Punktwert der Gruppe B liegt. Und die natürlich möglichst weit von der Mitte hier, weil an der Mitte ist ja so eine Unschärfezone, wo man nicht genau wissen, gehört der Wert hier knapp daneben in die rechte Richtung, wirklich in die rechte Gruppe? Oder könnte er nicht auch mit einer gewissen geringeren Wahrscheinlichkeit, aber dennoch mit einer Wahrscheinlichkeit in der anderen Gruppe sein? Und das kriegen wir dadurch hin, dass die Gruppen Abstände vom Mittelwert, dieses hier, möglichst groß werden will, soll. Und das haben wir in der Varianzanalyse als SSB bezeichnet, als die Zwischengruppenstreuung. Und wenn der Abstand zwischen den Gruppen, also von Gruppe A kreditwürdig zu nicht kreditwürdig B groß wird, dann wäre das dieser blaue Wert. Und den vergleichen wir natürlich mit der Streuung, die innerhalb einer Gruppe so insgesamt im Rest noch da ist. Und das, was wir hier haben, das nennen wir in der Statistik den Unterschied zwischen Zwischengruppen- und Innergruppenstreuung. Das nennen wir das Gamma. Das ist das große griechische Gamma. Und mit anderen Worten, oder umgangssprachlicher, es klingt nicht wirklich bequemer, aber man könnte es eben auch noch den anderen Begriff eben haben. Der andere Begriff dafür wäre der Eigenwert. Der Eigenwert der Gruppenzuteilung beträgt jetzt hier eben Gamma. Und das ist, wenn ich den Unterschied zwischen den Gruppen nutze, um zu schauen, wie viel Reststreuung, wie viel Unterschied innerhalb der Gruppen letzten Endes gewesen ist. Das ist sozusagen unsere Maßgröße hier, mit der bestimmen wir das. Jetzt mache ich auch hier nochmal eine ganz kurze Pause, um zu prüfen, ob es Fragen gibt. Okay, dann haben wir quasi zwei Drittel von der Diskriminanzanalyse verstanden. Jetzt gehe ich eins weiter nach unten. Was wäre denn gut? Gamma soll groß werden. Und jetzt sehen wir hier beispielhaft, das ist jetzt nicht so schick formatiert, aber beispielhaft den Erfindungsprozess dieser Werte. Innerhalb der Statistiksoftware müssen ja quasi per Probierprozess, da laufen dann 10.000 Probierrunden, müssen ja diese Gamma-Werte optimiert werden. Und dazu müssen ja Koeffizienten für die Bs erfunden werden, die Bs, die in der Gleichung oben standen. Also, wenn ich jetzt mal anfange, Zahlen für B zu erfinden, scrolle ich wieder hoch, dann würde ich jetzt am ersten Schritt anfangen, erstmal nur ein einziges B zu setzen. Ich erfinde eine Zahl für das, einen Multiplikator, und alle anderen Bs werden in der ersten Runde auf 0 gesetzt. So nach dem Motto, nur diese eine und einzige Eigenschaft ist wichtig. Dann kann ich nämlich gucken, wenn ich das für jede Eigenschaft gemacht habe, welche Eigenschaft dominiert denn? Also so nach dem Motto, ich prüfe mal, ob, wenn ich nur das Einkommen angucken würde, ich sehen kann, ob jemand kreditwürdig ist. Und wenn ich nur dessen Vermögen sehen kann, prüfe ich noch einmal, ob der kreditwürdig ist. Und ich schaue mir schon in der ersten Runde die beste Performance an für diese Eigenschaften. Das sehen wir. Wo sehen wir das? Hier. Wir haben hier den Koeffizienten, also stellen Sie sich über der Spalte B1 vor und dann über der nächsten Spalte B2. Wenn ich jetzt also das erste B auf 1 setze und alle anderen auf 0, dann komme ich auf einen Gamma-Wert von 0,466. Also die erste Eigenschaft, die ich reinnehme, wie zum Beispiel das Einkommen für die Kreditwürdigkeit, hilft mir dabei, eine Unterscheidung vorzunehmen, die eine Gruppentrennung von 46% erreicht. Würde ich jetzt aber statt des Einkommens auf 1 zu setzen, Einkommen erstmal auf 0 lassen und das Vermögen auf 1 setzen, dann wäre die Trennschärfe durchs Vermögenswissen viel geringer. Denn die wäre nur 0,031, also deutlich, deutlich weniger wichtig als das Einkommen. Da könnte man sagen, okay, das ist jetzt nicht besonders befriedigend, das Ergebnis, wir probieren weiter. Und wir wollen ja auch mal gucken, was passiert, wenn wir mehrere Eigenschaften drin haben und jede kriegt so das gleiche Gewicht, die gleiche Wichtigkeit, 0,5.
dann sehen wir, dass im Vergleich zu der ersten, nee, zur zweiten Runde auch nicht viel besser wurde. Wenn wir überlegen, welche Eigenschaft haben wir denn da unterstellt oder wie könnten wir weiter probieren, werden wir sehen, hier war der Abstand 1, aber der zweite war unwichtig. Versuchen wir mal einen anderen 1er Abstand zu entwickeln, aber den zweiten nicht unwichtig zu machen. Das hätten wir hier. Wenn der erste Koeffizient 0,5 wäre und der zweite ist minus 0,5, dann haben sie einerseits beide einen Wert, mit dem man umgeht, und sie haben genau einen 1er Abstand. Und wir sehen, wenn beide Koeffizienten drin sind, aber mit dem richtigen Abstand zueinander, dann sind wir tatsächlich mit besserem Gamma im Vergleich zum ersten Fall. Dann wird dieses Konzept weiterverfolgt, auch ein 1er Abstand zwischen 0,6 und minus 0,4, dann steigt sogar der Gamma-Wert. In einem nächsten Schritt wäre der Gamma-Wert sogar auf 0,7 gesteigert worden, steht jetzt hier. Dann ist der Wert, nicht der Gamma-Wert, der Koeffizientenabstand ist quasi 1 hochgefahren worden, 0,1. Dann sehen wir, dass das Gamma jetzt nicht mehr gestiegen ist. Also vergleichen wir diesen hier mit diesem letzten Wert und gucken uns nochmal an, die Koeffizienten sind einfach nur 0,1 erhöht worden. Und wir sehen, jetzt ist es zum ersten Mal wieder gefallen. Also geht man in die Mitte zwischen beiden Koeffizienten und probiert noch ein paar Mal weiter. Und kommt dann auf den bestmöglichen Gamma-Wert, den ich hier finden kann, den ich jetzt mit 0,91 hier markiert habe, ein bisschen fetter gedruckt. Und dann sehen wir, die Koeffizienten, die dazu gehören, sind 0,646 minus 0,354. Aber, großes Aber, das wäre jetzt nur ein Beispiel gewesen, um zu veranschaulichen, wie finden wir die Koeffizienten. Und das ist die Einfachvariante, die mit zwei Koeffizienten, die ist natürlich noch darstellbar. Aber wenn wir in so ein Verfahren mal 5, 10 oder 15 Eigenschaften reingepuzzelt haben, dann fällt uns ja relativ schnell auf, Moment mal, das ist zwar ganz nett und gut, aber das ist überhaupt nicht mehr übersichtlich. Wir brauchen natürlich eine Methodik, mit der wir da Übersichtlichkeit reinkriegen. Und das sehen wir noch ein bisschen besser, wenn wir es in SPSS auch nochmal durchrechnen. Aber das ist so unsere Kernlogik, so nach dem Motto, wir haben drei Bausteine. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, damit wir es methodisch haben. Wir haben einerseits den Baustein, wir wollen eine solche Funktion erfinden, um eine Gruppe A von einer Gruppe B möglichst zu trennen. Ja, wir sehen, das ist ein Zahlenstrahl, das kann man wie eine Funktion, eine mathematische Funktion darstellen. Und wir hoffen natürlich, dass erstmal Gruppen überhaupt unterscheidbar sind. Und dann hoffen wir in einem zweiten Schritt auch noch darauf, dass diese Gruppen an Eigenschaften sich festmachen lassen, die besonders gut geeignet sind, deren Eigenschaften geeignet sind, um Gruppen aufzuteilen und zu trennen. Habe ich wieder ganz kurz Pause gemacht, um abzuwarten, ob Sie da schon oder noch eine Frage haben. Dann würde ich diesen letzten allgemeinen Punkt vielleicht noch machen, damit wir dann einmal das durchrechnen können. Genau, das nutzen wir beim nächsten Mal dann auch wieder als Einstieg, dass wir nochmal ein zweites Zahlenbeispiel durchrechnen, dass wir immer die Methoden so ein- oder zweimal auch Revue passieren haben lassen. Aber jetzt habe ich vorhin schon, bevor wir in die Aufzeichnung eingestiegen sind, gesagt, Klassifikation im statistischen Sinne ist immer ein ganz, ganz gutes Konzept. So nach dem Motto, ich habe eine Information und wenn ich die habe, bin ich beim puren Schätzen einer anderen Sache, bin ich dadurch besser geworden. Also wenn ich jetzt weiß, anderes Zahlenbeispiel jetzt hier, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt 24 Personen gefragt, so nach dem Motto, kaufen Sie eher Butter oder kaufen Sie Margarine? Und ich weiß, ich habe es jetzt mal mit Absicht sehr ausbalanciert gemacht. 24 Werte, jeweils 12 Stammkäufer, 12 Margarine-Stammkunden und 12 Butter-Stammkunden. Dann weiß ich ja, wie viele es tatsächlich gab. Und am Ende von so einer Diskriminanzanalyse habe ich eine Funktion geschätzt und ich habe auch Zuteilungen, die vorgenommen werden, von der Software selbst. Und ich über die Software selbst prognostiziere ich ja, in welcher Gruppe eine gewisse Person sein wird auf Basis ihrer Eigenschaften. Also wie eine Bank prognostiziert. Jawohl, da ist jemand kreditwürdig, dann prognostiziert sie ja, jawohl, der kann die nächsten 10 Jahre seinen Kredit aufrechterhalten und vielleicht auch zurückzahlen am Ende der Laufzeit. Umgekehrt sagt sie ja auch über die Leute, denen sie keinen Kredit gibt, etwas aus, nämlich dass sie nicht prognostiziert oder dass die Prognose nicht vorhersagt, dass die Leute zurückzahlen können. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe auf Basis der Eigenschaften Prognosen, dann sehen wir jetzt hier, die prognostizierte Gruppenzugehörigkeit zur Marke A könnte jetzt Butter sein. Ist 11 und 2, davon sind 11 tatsächlich Käufer der Marke A, 91% Trefferquote, nur 2 gehören in die Gruppe B, 2 Fehltreffer, wenn Sie so wollen. Zur Marke B,
Wenn es Butter war, wäre das Margarine. Hätten wir eine Fehlklassifikation, nämlich da hat man von Leuten, denen Marke B prognostiziert wurde, gesehen, Moment mal, das waren A-Kunden, aber 10 waren richtig zugeordnet. Und jetzt kämen wir wieder zur naiven Prognose bei der Klassifikation. Was wäre denn der Wert, den wir als Ziel so vor Augen haben? Das müssen wir übertreffen. Wenn wir in beiden Gruppen gleich viele Leute haben, dann müsste die Chance ja 50-50 sein, dass wenn ich jetzt blind schätze, dass ich die richtig treffe. Das heißt, ich muss mit den Sachen, die jetzt hier auf der Hauptdiagonale stehen, 11 und 10 sind ja 21. Mit diesen 21 Personen muss ich besser sein als die naive Prognose 50%. Ich habe es hier oben auch nochmal ausgerechnet. 21 von 24 sind 87,5% aller Leute. Und damit habe ich ja hier meine naive Prognose, meine blinde Schätzung um 37,5% übertroffen, bin um diese Prozentsätze besser und müsste sagen, hurra, wunderbar. Damit habe ich doch eine bessere Performance, wenn Sie so wollen, als im anderen Fall. Und das ist im Prinzip unsere Maßgröße. Wir sehen es jetzt gleich, wenn wir in die Rechnungen en Detail dann einsteigen. Das war im Prinzip, wenn wir es in SPSS sehen, so eine Klassifikation uns auch dargestellt werden kann und wir im Prinzip nur drei große Stellschrauben haben für die Analyse dieser Sachverhalte. Ich würde jetzt gleich wieder ins SPSS switchen, dass wir den Plot einmal sehen und dass wir dann damit sozusagen die Diskriminanzanalyse als Gruppentestverfahren, wenn Sie so wollen, damit abschließen. Aber da vielleicht, bevor ich rüber switche, auch hier nochmal die Frage, ob das mit den Klassifikationen soweit gepasst hat.